Ah ja, jetzt kommt ihn. Diese bitte Breitschwert auch schnell zu erledigen, tatsächlich. Schönes Gemetzel. Ui. Nette Sachen. Au, hier schon. Da fehlte ein Level. Die sehen geil aus. Aber die lachen gar nicht so bekloppt hier. Ja, ein bisschen. Aber da fehlte, ohne Witz, da fehlte ein Level. Da gab es noch eins, wo man... ja, so ein bisschen über Lava springen musste. Das war weg. Die haben das Level gekürzt. Oder hat das einen Grund? Hm. Bin gespannt. Vielleicht haben sie hier einen kleinen Bossfight eingebaut. Ich kann mir nämlich, weil ich weiß, bei der PSP-Version gab es nämlich in diesem Level einen Bosskampf. Möglich ist es natürlich. War's das schon wieder? Das kann ich doch mal aufladen. Speere. Komm, ein paar Speere. Vielleicht brauchen wir sie irgendwann mal. Den Raum habe ich ge... hä? Der kam doch nicht an dieser Stelle, oder? Der Raum kam normalerweise vor, oder? Moment, Entschuldigung. Ich vielleicht verwechsel ich das jetzt auch, aber... ich dachte, dass der Raum hier vorher schon kam, normalerweise. Die haben ja alle möglichen Soundtracks genommen, fällt mir gerade auf. Ich find's cool. Mach hier beim Los, ey. Dürfen raus, okay. Also ich bin der Meinung, die Reihenfolge war geändert. Ich habe tatsächlich gedacht, dass zuerst dieser Raum mit der Lava kam und dann dieser Kreis mit den Irren. Also wenn ich mich nicht ganz irre, ist das auch so gewesen. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ich mich hinterher jetzt da total täusche. Ich dachte, die Reihenfolge wäre anders gewesen. Aber ich finde es cool, dass sie jetzt hier tatsächlich verschiedene Soundtracks gewählt haben. Das passt tatsächlich besser zum Level. Mal eine schöne Änderung. Aber einen Endboss gab es hier nicht. Ich weiß nur früher, also was heißt früher, auf der PlayStation, auf der PSP-Version, da haben sie hier in diesem Level einen Endboss reingehauen. Okay. Oh, da ist der Drachenedelstein, doch. Bin ich froh, euch zu sehen. Der Zarok wollte mich zur Herausgabe des Schattenartefaktes zwingen und die Dämonen aus ihren Gräbern im Zauberwald befreien. Aber ich habe ihm gesagt, du kannst mir nichts tun, du aufgeblasener Lackel. Eben der Bürgermeister, habe ihm gesagt. Aber dann hat er mich mit den Verrückten hier eingesperrt. Einfach furchtbar. Ich habe seit Wochen kein vernünftiges Wort mehr gesprochen. Ja, ich find selbst naus. Na, schaut euch nur um, mein Freund. Der Zarok hat ein paar Sachen hier gelassen. Die könnten euch nützlich sein. Der Bürgermeister sieht hier noch komischer aus als im Original, finde ich. Ja, der zweite Drachenedelstein. Haben wir mitgenommen, sehr gut. War hier jetzt noch was? Ich weiß es nicht mehr genau. Wir haben ja den Seelenkelch, mein Gott. Ich glaube, wir können einfach rausgehen. Und von der Zeit her schaffen wir noch ein Level, das ist ja geil. Dann können wir ja noch die Zaubererde uns vornehmen. Das ist auch ziemlich cool.
Dann machen wir das doch noch. Aber erstmal gucken, wer jetzt was für uns hat. Jetzt tippe ich aber auf Revenues. Und ich glaube, der sagt einfach nur, Daniel, hier ist etwas für euch. Keine Ahnung, was es ist. Na, wollt ihr es riskieren? Wenn er es jetzt genauso sagt, ne? Das macht Spaß. Vielleicht kriegt man... Ich hätte das so gemacht, dass man irgendwann eine Trophäe dafür kriegt. Die heißt ein Spielkalb. Oder sowas in der Richtung. Kipp das um. So, recht damit. Der ist nicht vom Tisch gefallen. Das mag ich nicht. So, jetzt. Geht weiter. Revenues. Es ist Revenues. Hey Daniel, hier ist was für euch. Keine Ahnung, was es ist. Na, wollt ihr es riskieren? Das war genau der Satz. Der Brandlangbogen, genau. Und einen Langbogen bekommen wir von ihm noch, nämlich den magischen Langbogen. Aber das kommt erst später. Okay. Aber den Langbogen können wir tatsächlich gut gebrauchen. Weil in dem Zaubererde-Level, wo wir jetzt gleich hinkommen, da gibt es nämlich auch einen Boss. Und bei dem Boss brauchen wir den Bogen. Oder zumindest können wir den da gut gebrauchen. Das war die Irrenanstalt. Das heißt, wir machen für heute jetzt noch das Level die Zaubererde. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Gucken, wie wir da zurechtkommen. Und da ist wieder die Zaubererde. Jetzt haben wir nämlich das Schattenartefakt und damit kommen wir hier auf jeden Fall weiter. Und dann haben wir jetzt eigentlich einen ziemlich linearen Weg. Also dann kommt eigentlich Level nach Level und keine Abzweigung mehr, glaube ich, oder? Ne, ich glaube nicht. Sehr schön. Hier, glaube ich, für die Kröten ist der Hammer gar nicht so zu verachten. Mal gucken. Und das Breitschwert eventuell. Das kennen wir schon. So. Ja, der Bogen ist nicht verkehrt. Ach, das war so und... Jo. Und jetzt schauen wir uns den Hammer. Das ist der Hammer! So, da ist nämlich ein Händler. Den müssen wir zwar erst noch eben befreien, aber... Da wollen wir auf jeden Fall hin. Hallo, Frosch! Wir müssen ja auch den Seelenkelch füllen. Zaubererde ist auch eigentlich ein schönes Level. Ich finde, das wird manchmal ein bisschen vernachlässigt. Also man, weiß nicht, ich vergesse das gerne mal, obwohl das eigentlich ein sehr, sehr schönes Level ist. So, alles macht gut. Wir könnten theoretisch sogar nochmal die Hexe rufen, aber wir brauchen ja nicht mehr den Ameisenhügel rein. Von daher... Sparen wir uns das. So. Da gibt's ein Büchlein. Nicht eintreten! Dieses Tor führt zur Gruft der Schattendämonen. Ja, und genau da wollen wir hin. Genau da wollen wir hin. Echt? Die Frösche haben mich gerade platt gekriegt. Unglaublich. So, was haben wir da? Wie eine riesige Elster sitzt der Drachenvogel auf seinen gestohlenen Schätzen. Hoch über den Bäumen findet ihr ein Nest. Die Eier sind ihr Gewicht in Gold wert. Hm, da ist aber auch noch was anderes bei, glaube ich. So, und hier gibt's... Ja, da gibt's einen Bosskampf. Und da kommen wir erst, wenn hier so ein Talisman eingesetzt ist. So... Hallo, mein Freund. Ich sehe noch gar keinen Seelenkelch, ehrlich gesagt. Was ist das denn? Hä? Sehr witzig. Früher konnte man um den Baum rumlaufen und da war dann Geld versteckt. Geht gar nicht heute. Also in diesem Spiel. Hm. Schade. Na gut. Dann gehen wir jetzt gleich da oben zum Vogel hin. War hier eigentlich auch noch was versteckt? Oh! Moment. Jetzt sollte ich mal den scheiß Grosch töten. So. Oh, unsere Energie ist aber echt ziemlich am Ende. So langsam brauchen wir mal ein paar.
Energiequellen. Oh. Die hat ganz schön was geleistet. Ah, wenn sie versiegt, dann hört man dieses alte Geräusch. Okay, da oben ist ein Fröschlein. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. So, dann gehen wir jetzt mal da hoch. Das ist cool. Ja, mit dem Teil fährt man jetzt ganz hoch in die Baumwipfel. Sehr schön. Ich mag dieses Knarzen. Ist echt hübsch gemacht, das kann man nicht anders sagen. Sieht sehr, sehr gut aus alles. Okay. An den Baumpilzen hoch. Oh, Moment. Na. So, hier sind nämlich Sachen. Na du Arsch, ist das Geld? Ja, in der Regel finden sich da Geldbeträge. Der haut ganz schön zu, der Arsch. Lass mich doch in Ruhe. Alter. Ich bin gleich tot. Sag mal. Jetzt schiebt aber das Kackei hier raus. Ich kann dem auch nicht ausweichen, ne? So. Meine Fresse. Meine Güte, ich stelle mich ja echt an. Also mit dem Vogel, das war echt keine Glanzleistung von mir. Muss ich mal so sagen. Ah, da hinten sieht man sogar schon, was nach dem Endboss kommt. Oh, das sind auch zwei Energiequellen. Ja, die brauche ich auch. Eieiei. Ich könnte jetzt eigentlich schon wieder eine gebrauchen. Ich habe noch gar keine Anzeige des Seelenkelts entdeckt. Wahrscheinlich zählen die Frösche und Pflanzen da gar nicht zu. So. Wir müssen jetzt hier lang. Ah, vielleicht könnte ich jetzt mal eben die Axt gebrauchen. Den scheiß Frosch kannst du mal anvisieren. So. Oh fuck. Nur Geld. Ich wollte doch. Ich möchte mir Geld erinnern. Hier sind die Schattendämonen begraben. Von Gott und der Welt abgeschnitten, bis sich die Erde öffnet. Niemand, nicht einmal der finstere Zarok, kann sie ohne das Schattenartefakt befreien. Geht nun. Ja. Oder teilt ihr Schicksal. Ja, eigentlich würde ich ganz gerne Energie kaufen. Das darf man bloß immer nicht. Das Schattenartefakt, da ist es. Oh fuck, jetzt kommt das Rätsel, was ich nie verstehe. Vielleicht verstehe ich es jetzt. Sir Dan. Ihr müsst den Schattendämonen-Talisman an euch nehmen. Es ist ein ruchloses Relikt, doch es kann euch durch Schattendämonengebiet geleiten. Hm. Okay. Also, wir haben hier Wasser, Wind, Erde und Feuer. Das sind die Elemente. Und da ist eine Tafel. Und jetzt ist dies. Das habe ich damals schon nicht verstanden. Der Dämon, der guckt ja nach links.
Also ich weiß halt nicht, in welcher... Man muss es in einer gewissen Reihenfolge aktivieren und ich weiß halt immer noch nicht, in welcher. Ich weiß es einfach nicht. Ich vermute, dass man hier anfängt und dann einfach... Ich weiß es nicht. Das war schon mal falsch. Ist auch falsch. Feuer ist richtig. Mit Feuer geht's los, okay. War schon falsch. Feuer? Ich weiß nicht, wie man die Reihenfolge erkennen soll. Jetzt ist der Seelenkelch da. Und wir haben den Schattentalisman. Ich hätte so gerne ein bisschen Energie. Verdammt. Aber jetzt geht das Level eigentlich erst richtig los. Oh oh. Ich überlege doch, was die besten Waffen sind. Das weiß ich doch nicht so wirklich. Oh, immerhin ein Fläschchen. Ja. Wieso gehst du in die Ecke? Dämonen bringen schon wieder Unheil übers Land und das ist nur eure Schuld. Ihr habt die verheerendsten Kreaturen der Weltgeschichte losgelassen. Sie werden sich zu den Ruinen von König Peregrins Schloss aufmachen und Galumir ist verloren. Vielleicht. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir die töten. Was habt ihr getan? Ja, ich weiß doch. Ah, da sind sie. Okay, so stark sind wir gar nicht. Die absolut gute Methode sehe ich gerade. Alter Scheiße. Wir sind doch stark. Und zumindest kriegt man den Seelenkelch ziemlich schnell voll. Alter. Und es sind wesentlich mehr. Meine Güte. Das sind echt viele. Ich bin gleich Game Over. Wow. Alter. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber das Gute ist, der Part ist eh vorbei. Die kosten ja richtig Energie. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Die habe ich tatsächlich umgebracht. Wow. Das erste Mal gestorben jetzt im Remake. Okay. Nicht so schlimm. Wir werden das Level natürlich nochmal machen, ganz klar. Aber erst in der nächsten Aufnahme. Also ich sag's schon mal jetzt nachhinein jetzt an die erste Aufnahme zusammenfassend gesagt. Oh, ich komme hier gleich wieder rein. Ja. Also das machen wir jetzt nicht nochmal. Aber ich versuche mal ein paar Frösche zu killen. Ja, ein sehr, sehr gelungenes Remake bisher, muss ich sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich finde es total schön umgesetzt. Es ist toll, dass die alte Synchro wieder dabei ist. Das finde ich richtig herrlich. Und ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Aufnahme mit euch zusammen. Ja, ich hoffe, weil ich weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob jetzt ein Intro besteht oder nicht, weil es ist ja immer noch die gleiche Aufnahmesession. Und ja, ich werde jetzt gleich mal das Spiel beenden und neu starten und dann hoffen, dass ich für euch eine Intro-Sequenz aufnehmen kann, wo man die Vorgeschichte sieht. Und die werde ich halt am ersten Part dann davor packen. Also wenn ihr gesehen habt, dass am ersten Part gleich die Anfangsgeschichte noch kam, bevor ich angefangen habe zu labern, dann wisst ihr, dann habe ich es hingekriegt. Ich hoffe, ich kriege das wirklich hin. So, ja, das soll es dann für diesen Part genug sein und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es weitergeht mit Sir Daniel Fortescue und Medieval. Ich freue mich schon. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.